Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es müsste, glaube ich, Folge Nummer 17 sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich mich verzählt habe. In der letzten Folge oder die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir einfach nicht finden, was wir hier noch reparieren müssen. Ich verstehe es einfach nicht. Es ärgert mich auch ein wenig, denn ich würde die Quest sehr gerne abschließen. Und ich habe einfach keine Ahnung, was das Spiel noch von uns möchte. Denn wir haben die Terrasse fertig oder sogar beide Terrassen. Wir haben generell alles repariert, was zu reparieren geht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Wir haben schon so einen coolen Ingenieursblick, der uns eigentlich alles verrät, was noch offen ist. Aber ja, an der Geschichte hier scheitert es dann leider. Vielleicht müssen wir die Gerüste abnehmen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil für das Gebäude hatten wir doch damals schon die Info bekommen. Oder die Sozialpunkte, dass wir es repariert haben. Fürs Gewächshaus haben wir das gekriegt. Das haben wir übrigens letzte Folge auch richtig schön bepflanzt. Aber das werdet ihr ja alles mitgekriegt haben. Ich mache trotzdem immer ganz gerne in der neuen Folge so einen ganz kurzen Rückblick von der alten. Damit man einfach die Erinnerung nochmal etwas auffrischt. Und halt weiß, was passiert ist und an was wir jetzt sozusagen anknüpfen und weitermachen. Ja, die ganzen Zäune sind ganz, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keine Lust, jetzt noch weiter hier rumzugucken und hier sinnlos Zeit zu verschwenden. Ich würde sagen, wir machen uns zur Botanikerin auf, damit wir der Tante Grace mitteilen können, dass wir das endlich erledigt haben. Was ist denn mit dem Ding eigentlich? Aber das ist ja auch bloß ein Brunnen. Kann ja nicht viel kaputt sein, ne? Ja, okay, dann ist es halt so. Normalerweise nehme ich ja alles auf, was ich spiele. Also ich mache jetzt keine Schnitte oder spiele offline weiter. Das ist nicht meine Art und Weise. Aber falls wir in den nächsten Folgen nicht von alleine rauskriegen, welches Bauteil hier noch fehlt, damit wir die Quest abschließen können, würde ich eventuell mal meine Regel brechen und mal einfach so lange offline hier drin rumrennen in dem ganzen Gebiet, bis ich rausfinde, welches Teil noch fehlt. Einfach nur, damit wir jetzt nicht sinnlos eine halbe Folge damit verschwenden. Und ich euch hier etwas... das ist aber mega leck gerade. Hui, was war denn da los? Der war ja nicht mal nur ganz kurz, das war ja wirklich mega, mega leck. Das Spiel hat gehört, dass ich offline weitergucken will. Und dachte sich, nö, du hast den Leuten versprochen, du zeigst alles, was du Let's Playst. Halte dich an deine Versprechen. Keine Ahnung, egal. Wir gehen jetzt zur Botanikerin. Vielleicht finden wir es ja auch noch raus, die nächsten Folgen. Ich sag mal so, die nächsten 2 oder 3 Aufnahmen. Würde ich mal nebenbei immer ein bisschen gucken, ob wir es vielleicht doch noch entdecken. Aber falls das dann nicht der Fall ist, dann gucke ich mal offline. Dann renne ich nochmal jedes einzelne Gebäude ab, um es herauszufinden. Was haben wir denn hier oben? Also wir haben einmal ein lokaler Investor. Das ist das hier und hier ist die Lilly. Dann machen wir uns erstmal hier zum James. Liegt nämlich gleich mit auf dem Weg. Dann können wir den einmal besuchen. Lass mich mal ganz kurz schauen. Jetzt fahren wir wieder diesen blöden Waldweg lang, ne? Wo bin ich denn? Hier unten bin ich. Den möchte ich eigentlich nicht lang. Lasst uns gleich mal links fahren. Ja, ich glaube, wir kommen hier vorne trotzdem wieder auf die Straße. Und dann an der Hauptstraße rechts. Und dort sollte es dann wieder zum guten James führen. Jo, genau hier vorne. So, rechts vor links, obwohl war ein Wald- oder Feldweg. Dann sind wir eigentlich wartepflichtig, aber ich glaube, ich habe genügend Fahrschulunterricht gegeben in den letzten Folgen. Ich möchte gern mal aufhören mit Klugscheißen. Lasst mich nochmal eben kurz schauen. Wir fahren... Ah, wir fahren immer geradeaus und dann fahren wir ja direkt dran vorbei. Okay. Mal hoffen, dass nichts kommt. Wir fahren einfach auf Risiko drüber. Wie spät haben wir es denn? 7.18 Uhr. Schön ausgeschlafen. Schon wieder 94. So, wieder 6 Schlaf verloren. Von was denn bitte? Fände ich es cool, wenn man eventuell noch einen Kaffee trinken könnte. Oder Energy oder Koffeintabletten oder... ja, andere Substanzen, die einen wach machen. Damit wir hier etwas mehr Schlaf generieren. Der wird nämlich sehr, sehr schnell müde und teilweise ist es schon um 12 soweit, habt ihr in der letzten Folge gesehen, dass wir zu müde sind zum Baumstämme schleppen. Also ist das als Stadtmensch. Der ist einfach keine harte Arbeit gewohnt. Saß jeden Tag nur im Büro rum.
Hey, habe ich mich jetzt verfahren? Ach Mist. Obwohl, nö, hier vorne wäre es eh nicht weitergegangen. Zudem führt kein richtiger Weg anscheinend. Wir müssen durch Dickicht und Gestrüpp. Was ist denn das für ein Investor, den man nicht erreichen kann? Na super. Also, er ist ja jetzt nicht hauptberuflich Investor, aber trotzdem. Oh, nein, nein, nicht hängen bleiben. Ui. Oh, oh. Oh, oh. Ach, Mist. Ich hatte es gerade noch vermutet. Aber wir sind ja so mega stark. Können das Auto bestimmt anschieben. Oh, nein, können wir nicht. Ich glaube, unser Pickup ist hängen geblieben. Ja, warum hat denn der auch keinen richtigen Weg zu sich? Obwohl, wir wären da vorne runtergekommen, ne? Ach, shit. Das war jetzt wirklich mein Fehler. Ein kleines Stück bewegt sich's, aber nicht viel jetzt. Aber ja, los und einfach hier runter, bitte. Hey, aber wir haben es geschafft. Ui, ja, war etwas aufregend, aber naja, gut. So hat's funktioniert. Hier, James, grüß dich. Hi. Hallo. Ich hörte von meinem Onkel Charles, dass du Hilfe benötigst. Aha. Du bist also der junge Mann, den Charles so gelobt hat. Ja, ich könnte in der Tat deine Hilfe gebrauchen. Ich muss diese Sommerhäuser fertigstellen, aber meine Arbeiter sind krank zu Hause. Und ich kann nicht noch zwei weitere Wochen warten. Alle Corona. Ich bin nicht sicher. Ich verstehe ein, zwei Dinge von Reparaturen, aber nicht viel vom Bauen. Das ist keine große Sache. Ich bringe es dir bei. Aber für den Bau brauchen wir getrocknete Bretter. Du kannst sie im Handel kaufen oder selbst im Sägewerk herstellen. Ich bezahle. Was sagst du dazu? Ist das der Bürgermeister? Das sieht aus wie der Bürgermeister. Ja, natürlich sagen wir, klar, wir lernen bauen und er bezahlt. Ist doch alles gut. Ich sage, da schlage ich ein. Das ist gut. Nimm meinen Lastwagen, wenn du ein Fahrzeug für den Transport brauchst. Und denk dran, Zeit ist Geld. Es gibt eine Prämie, wenn du schnell bist. Es wird wahrscheinlich gleich ein Countdown laufen. Das ist der Bürgermeister. Ich muss mir nochmal die alte Folge, aber James war das der Bürgermeister? Ich bin mir relativ sicher, dass er das ist, aber der würde ja hier nicht bauen, oder? Mitarbeiter hat er ja nicht unbedingt als Bürgermeister, zumindest keiner auf dem Bau. Vielleicht ist es einfach nur eine verwechselnde Ähnlichkeit. Wir gucken dann mal. Okay, wir sollen den Laster nehmen. Sobald wir einsteigen, werden wir höchstwahrscheinlich einen Countdown haben. Und ich hasse Quests mit Zeitdruck. Ich mag es einfach nicht. Auch keine Autostrecken. Da oben haben wir noch ein Wildschwein. Bin mal gespannt, ob wir später noch Waffen kriegen. Und ein Reh. Die verstehen sich anscheinend ganz gut. Kaufe Bretter oder schneide und trockne deine eigenen. Bau mit den Brettern James Sommerhäuser wieder auf. Ja, wir haben ja welche. Einsteigen. Das läuft zumindest schon mal kein Timer. Ich weiß nicht genau, was er mit schnell meint. Wir fahren jetzt einfach mal schnellstmöglich nach Hause. Ich brauche sogar mal kein Navi. Denn so langsam aber sicher habe ich die Strecken dann doch im Kopf. Wir fahren hier runter und an der Kreuzung dann links. Nee, obwohl die Kreuzung müssen wir nicht links. Oder, ach Mist, ich sag gerade noch, ich habe die Strecken langsam im Kopf. Wir sind ja aber von dem Feldweg dort reingekommen. Ich wollte halt nicht auf den Feldweg rauskommen, sondern direkt auf der Hauptstraße. Aber ich glaube, das müsste die nächste dann links sein. Ja, hier unten ist doch die Bleibe von Tante Grace und unserem Onkel. Dem guten Onkel Charles, der so von uns schwärmt. Haben wir ja gesehen, als wir gleich am Anfang mit ihm im Traktor saßen. Lauf. Komm schon, lauf. Wie verliebt er uns angeguckt hat. Ich glaube, ihr erinnert euch noch. Das war eine sehr, sehr witzige Stelle. Alles klar, das hier ist unsere Bleibe und hier vorne kommt das Sägewerk. Und dann würde ich sagen, wir nehmen den Gabelstapler, packen dort gleich mal ein paar Bretter drauf. Wir wissen jetzt leider gar nicht, wie viele, ne? Ich guck mal kurz ins Quest-Tagebuch. Kaufe Bretter oder schneide. Naja, okay. Ist jetzt keine Anzahl angegeben. Na, wir hätten vielleicht mal noch ein Stück weiterfahren können. Komische Ansicht, ich hätte gern die wieder, dankeschön. Also beim Autofahren mag ich ja diese Ich-Perspektive, aber bei solchen Tätigkeiten hier ist die nicht angebracht. Achso, der wollte getrocknete Bretter, oder? Kaufe Bretter oder schneide und trockne deine eigenen, ja.
wie trocken sind denn unsere? Die wären doch immer noch bei 94. Aber der steht da, die werden relativ schnell getrocknet. Bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ist die an? Entweder dauert es wirklich so lange. Ich meine, klar, in der Realität und so weiter, ne? Es dauert alles seine Zeit, aber wir haben ja schon eine Nacht geschlafen. Also es ist ja 12 Stunden her und die haben gerade mal 5% verloren. Rechnet euch das mal hoch. Feuchtigkeit 94, das ist doch Mist. Und ich weiß gar nicht, wie ich trockene Bretter kaufen kann. Silo für Holzspäne, Spanplattenproduktion. Ach, wir haben hier auch noch zum Trocknen. Das ist ja cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht genau, was wir machen. Ich habe keine Ahnung, wo wir getrocknete Bretter herkriegen. Und jetzt einfach mit den nassen Brettern hochfahren, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Dann werden wir wahrscheinlich den Schnelligkeitsbonus nicht bekommen. Können wir hier noch Sachen anvisieren? Nee, ne? Nö. Ja, ärgerlich. Mit der Holzspäne weiß ich auch noch nicht so genau. Wir haben die ja hier vorne entrindet. Aber gut, die Späne werden ja dann hier im Sägewerk sein. Also sprich hier drin. Die werden ja hier geschnitten und entrindet. Aber wo jetzt hier die Holzspäne sind, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich finde es tatsächlich etwas schade, dass das Spiel stark nachgelassen hat, was die Tipps angeht. Ich hatte es letzte oder vorletzte Folge schon mal erwähnt. Am Anfang wurde uns alles richtig genau und exakt erklärt. Das mag ich halt auch sehr an Spielen, wenn man eine gute Einführung bekommt und nicht anfangen muss, sinnlos Zeit zu verschwenden, um sich alles selber beizubringen. Ja, und am Anfang wurde alles ganz gut erklärt und jetzt, jetzt lässt es komplett nach. Lager für Rundholz, das wissen wir ja. Hier haben wir umgeschalten. Es geht zur Bretterproduktion. Und die Dinger, die sind hier am Start. Wir könnten uns jetzt natürlich mal... Ich konnte jetzt aufnehmen. 100 Holzdielen haben wir gerade eingesteckt. Waren das jetzt auch getrocknete? Ach, das werden am Ende wohl immer mehr. So eine Palette sind dann vielleicht... Weiß nicht, 1000 Holzdielen und wir können jetzt immer die trockenen aufnehmen, oder wie? Sehen wir die im Inventar? Holzdielen. 100 Stück. Und wenn ich die jetzt... Kann ich die jetzt hier drauflegen? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Hä? Ich verstehe es nicht. 100 Holzdielen werden ja am Leben nicht reichen. Aber wozu haben wir denn... Also ich glaube schon, dass wir hier die ganzen Paletten hier draufpacken müssen. Das macht ja sonst keinen Sinn. Wir können ja auch nicht Gegenstände jetzt einfach hier wegwerfen. Ich kann ja auch nichts aufbauen damit. So, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich neuern mit Holzdielen. Wir probieren das mal. Holzdielen sind vielleicht widerstandsfähiger als die normalen. Wir können die auch hier aufnehmen und die sind ja noch nicht getrocknet. Also wir können wahrscheinlich jetzt schon bauen damit, aber getrocknet sind die noch nicht. Gerade mal 93%. Wir probieren jetzt mal was aus. Wir haben es zwar gerade mal 8.40 Uhr, aber wir legen uns jetzt einfach mal für eine ganze Woche hin. Die Funktion gab es ja. Ich habe mich am Anfang gefragt, wieso, weshalb, warum. Jetzt wird es mir langsam schlüssig. Wahrscheinlich einfach nur, um die Zeit hier rumzukriegen, damit die Bretter trocknen. Oder halt auch andere Sachen, die wir eventuell später noch kennenlernen werden. Also, eine Woche hinhauen. Den Geschwindigkeitsbonus werden wir auf jeden Fall nicht kriegen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie wir Bretter kaufen können. Und wenn wir schon selber so viele hergestellt haben, würde ich die natürlich auch gleich sehr gerne nutzen. Wir hauen uns jetzt hier hin, Tür zu. Können wir hier noch Rollo runter? Geht nicht. Enter. Für eine Woche ausruhen. Taking a long rest. Das ist mal eine ganz gute Beschreibung für das, was wir gerade tun.
Okay, haben wir. Du bist ausgeruht und fühlst dich wieder stark. Na, das hoffe ich doch sehr nach einer Woche. Wir waren eine Woche nicht auf Klo. Deswegen rennen wir gerade so. Aber nicht auf das Klo, sondern nach Berlin Bahnhof Zoo. Nein, natürlich wieder zum Sägewerk. Ach schön, schaut mal, der Sonnenaufgang. Früh 6.02 Uhr am Wasser. Die meisten Bretter waren ja bei einer Feuchtigkeitsstufe von 93, 94. Wir gucken mal, was eine Woche getan hat. 24, 24, 23, ja, sehr cool. Also sind das ungefähr 10% am Tag, ne? Wenn wir bei 94 waren, wir haben 7 Tage geschlafen, jetzt haben wir noch 24. Scheint so zu sein. Ich weiß nicht, ob die Zeit ein Faktor ist, der auf eine bestimmte Art und Weise hier mitspielt. Jetzt haben wir den 13. Juli. Schade. Sind wir fast bei dem... Obwohl, sind wir ja... Ne, sind nicht bei dem Datum, was wir heute haben. Okay, naja. Die Zeit wird ja auch generell nicht genau so vergehen. Ich glaube, die geht etwas schneller rum. Wäre natürlich schön, wenn wir das Datum genau an den Tag kriegen, an dem wir zurzeit sind. Das wäre ja noch realitätsnaher, als man sich vorstellen kann. Oh, hier. Ich habe was gefunden zum Reparieren, jawohl. Vielleicht ist es das. Dann brauche ich doch nicht offline nachgucken. Das wäre mir natürlich am allerliebsten. Ach bitte, lass es das sein. Lass mich hier die Nägel reinhauen und sag dann, dass wir die Quest abgeschlossen haben. Das wäre das Schönste, was passieren kann aktuell. Oder es ist einfach in der Woche so viel kaputt gegangen. Kann natürlich auch sein. Und jetzt bitte. Ach Mist. Das war gerade ein großer Hoffnungsschimmer. Na mal gucken, was wir alles noch so Schönes finden werden, was vielleicht noch kaputt ist. Wir sind ja hier schon am Ende von unserem Grundstück, ne? Ne, noch nicht ganz. Es geht noch hier lang. Und das ist ja alles nur Baum. Hier ist ja nicht wirklich... Oh, Nagelpistole, Attacke. Schade, ich hab's versucht. Hätten wir ein schönes Abendessen gehabt. Da unten war noch ein Wildschwein. So, jetzt müssten wir... Jetzt sind wir am Ende, ja. Die Brücke gehört... Naja, wahrscheinlich so ein kleines Stück mit zu uns. Die Bänke hier vielleicht kaputt. Ach, schaut mal, hier haben wir auch ein Feuer. Können wir uns vielleicht hier hinsetzen? Hier können wir uns hinsetzen. Ah, okay, also es geht anscheinend in unserem Haus wirklich nicht. Deine Verfassung hängt... Ja, das kennen wir ja schon. 99 haben wir. Ich habe verzweifelt nach einer Taste fürs Hinsetzen gesucht. Dabei gibt es die gar nicht. Wir können uns einfach im Haus nicht dazu hinsetzen, sondern wir müssen hier runter ans Feuer gehen. Okay, na wenigstens haben wir das gelernt. Dann wissen wir in Zukunft, dass wir auch einfach zwischendurch uns mal kurz ans Feuer setzen können und nicht direkt schlafen gehen müssen. Ist vielleicht doch noch da oben was am Dings kaputt, aber hier oben waren wir doch auch schon drauf, ne? Was ist mit dem Gebäude, dass hier noch was kaputt ist am Dach? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann würden wir es ja von unten sehen. Von unten scheint ja alles in Ordnung. Dann werde ich wohl doch wohl oder übel offline nochmal gucken müssen. Ich weiß nicht genau, was wir wegen der Trocknung der Bretter jetzt langsam so Schönes machen sollten. Erstmal grabben wir uns hier ein paar Äpfel. Nicht, dass das noch Fallobst wird. Wäre zu schade für. Dafür sehen die viel zu schön aus. Sind gerade mal 20 Minuten rumgegangen. Und auch das Video ist gerade mal knapp 20 Minuten rumgegangen. Also was heißt gerade mal? Es ist ja schon wieder ein Folgenende dann. Aber das war doch ein schöner Zufall. Vom letzten Mal auf die Uhr gucken. Bis jetzt im Spiel 20 Minuten und auch in der Aufnahme 20 Minuten. Leider ist nicht allzu viel passiert, außer dass wir mit dem James gesprochen haben. Wir müssen höchstwahrscheinlich noch ein paar Tage damit verbringen,
uns die Zeit zu vertreiben. Ach, sieht das schön aus hier. Damit die Bretter komplett trocken sind. Ich denke mal, die müssen komplett trocken sein, ansonsten wird das wohl nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Naja, kriegen wir alles noch hin, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, morgen 20 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.